Herzlich willkommen bei Fleischglück. Ich werde immer wieder gefragt bei den Tastings, bei den Kursen, gibt es den perfekten Weg, ein Steak zuzubereiten? Und ich sage immer, nein, eigentlich gibt es den perfekten Weg nicht. Es gibt viele Wege, die führen alle irgendwo zum Ziel. Und wir werden in diesem Video mal drei Wege vorstellen, die Unterschiede irgendwie beleuchten und zeigen, worauf es denn vielleicht wirklich ankommt, wenn wir ein Steak zubereiten. Ich habe hier ein schönes Steak oder beziehungsweise einen ordentlichen Brocken. Ja. Das ist ein deutsches Angus mit einer Monster-Marmorierung, vor allen Dingen für das, was es ist. Wir haben hier einen Angus-Rind und es ist eben ein Rind, was von der Weide kommt. Wir haben eine Weidehaltung mit einem sehr potenten Gras und das ist sicherlich ein Ausnahmesteak, weil so eine Marmorierung mit einem grasgefütterten Rind gibt es nicht allzu oft. Das findet man einfach nicht. Das sind die Ausreißer sozusagen. Eigentlich sind grasgefütterte Rinder im Regelfall relativ mager und deshalb freut es mich umso mehr, dass wir hier heute ein Stückchen haben. Es hat mir der Simon Klaassen von der Metzgerei Klaassen geschickt, der wollte eine Meinung von mir haben und ich habe gesagt, ich nehme es mal mit, wir verkosten es. Wir hatten es neulich beim Tasting, es hat sehr, sehr gut abgeschnitten und heute nehmen wir es für die Videos daher. Wir nehmen ganz bewusst eine Steaksorte für drei verschiedene Ansätze, um wieder vergleichbare Bedingungen zu schaffen. Wir vergleichen jetzt hier verschiedene Garmethoden und dementsprechend wird es überhaupt gar keinen Sinn machen, hier drei unterschiedliche Steaks zu nehmen, weil dann würden wir Unterschiede nicht mehr erschmecken können. Ja? Vergleichbare Grundbedingungen schaffen ist ganz, ganz wichtig, wenn es um das Thema Steak-Tasting und verschiedene Vergleiche anstellen einfach geht. Ja? Ich schneide einfach mal drei Steaks runter. Oder vielleicht erkläre ich euch vorher, was wir grillen und wie wir es grillen. Denn wir werden das eine Steak ganz puristisch direkt auf der reinen Holzkohle machen. Das nächste Steak werden wir scharf angrillen auf einem gusseisernen Rost und dann in den indirekten Grillbereich bringen, um es dort ziehen zu lassen. Und das dritte Steak, das werden wir reverse zubereiten. Das bedeutet, wir legen es zuerst in den indirekten Grillbereich und werden es am Ende noch mal kurz aufknuspern. Wie unterschiedlich die Ergebnisse sind, das könnt ihr nachher hier live auf dem Brett sehen. Und wir werden es für euch verkosten und vielleicht auch so ein bisschen darauf eingehen, was denn die Vorteile der ein oder anderen Methode sind. Für die Vergleichbarkeit sollten die Steaks möglichst gleichmäßig sein. Ich schaue, dass ich so eine Stärke von ungefähr 3 cm schneide. Wenn ich dicker werde, dann ist es in meiner Welt ein Braten. Also wenn das Steak dicker wird, meine ich natürlich. Aber so 2-3 cm müssen schon sein, damit wir ein bisschen Zeit haben, Kruste drauf zu bringen, ohne dass es uns komplett durchgart. Ja. Ich ritze mir das vorne einmal leicht an, zeige im Prinzip im Vorfeld schon auf, wo ich die Schnitte machen will und setze dann mit einem schön scharfen Messer an. Steak Nummer 1. Wunderschöne Marmorierung, schön gleichmäßig verteilt, auch durchs ganze Steak schön verteilt. So soll das aussehen. Das sieht schon fast aus wie so ein amerikanisches Prime Beef. Und das aus Deutschland oder beziehungsweise aus Europa. Und mit einer Grasfütterung ist das schon mega. Die Muskeln sind sehr, sehr groß. Das wird kein klassisches reines Angus sein, also kein Aberdeen Angus, sondern eher ein Deutsch Angus. Die wurden so gezüchtet, dass einfach ein bisschen mehr Fleisch mit dran ist. So, den hier, den gibt's morgen. Und ansonsten haben wir hier drei wunderschöne Steaks. Alle gleich dick geschnitten, kann man hier nochmal sehen. Und die werden wir jetzt zubereiten. Vorher werde ich sie ein kleines bisschen salzen. Wir nehmen dafür einfach Salzflocken. Klar, die Salzflocken schmelzen wieder. Man könnte auch einfach ein normales Rieselsalz nehmen. Aber wenn wir schon so ein hochwertiges Produkt haben, dann dürfen wir da auch ein hochwertiges Salz mit drauf geben. Das sieht im ersten Moment vielleicht ein bisschen viel Salz aus, aber glaubt mir, ich habe hier wirklich die ganz, ganz feinen Flocken aus Australien von diesem Murray River. Unglaublich teuer, aber die schmelzen so ein bisschen auf der Zunge, auch später, wenn man damit würzt. Und wir brauchen auch einfach eine gewisse Grundmenge an Salz, am Fleisch, damit das wirklich schön schmeckt. Ich sage immer, Fett und Salz, dann knallt. Das sind die beiden Komponenten, die zu Wow-Effekten führen, wenn wir einen Steak essen. Das Salz darf jetzt ein ganz bisschen einziehen. Die Frage vorher salzen, nachher salzen, das behandeln wir auch in unserer Online-Steak-Schule nochmal wirklich im Detail. Lasst euch einfach hier so viel gesagt sein. Der Unterschied ist nicht allzu groß. Wir können nicht super viel Wasser daraus ziehen. Wichtig ist, dass wir Salz an unserem Fleisch dran haben, weil Salz brauchen wir einfach. Salz ist so ein natürlicher Geschmacksverstärker. Salz steigert auch das Umami-Gefühl am Steak. Deshalb bin ich ein großer Freund vom Vorhersalzen.
salzen, dann geht das Salz so ein bisschen eine kleine Verbindung mit der Kruste ein und wir haben einfach ein schöneres Geschmacksbild, wie wenn wir das Salz am Ende drauf geben und wir dann loses Salz am Mund haben. Auch am Ende salzen wir noch ein kleines wenig nach, aber wir brauchen es einfach für eine schöne Krustenbildung. Ich möchte euch kurz das Setup der Grills erklären. Wir haben hier zwei Kamado-Grills aufgebaut. Letztendlich brauchen wir Holzkohle. Ja? Und ob man das jetzt in einem Keramikgrill macht oder ob man das in der Kugel macht, das macht eigentlich keinen allzu großen Unterschied. Klar sind die ein bisschen besser isoliert, aber von der Grundtheorie her haben wir hier auf diesem Grill nur Holzkohle und einen Grillrost relativ nah zusammengebaut, sodass das Feuer richtig schön und stark an dem Grillrost ist. Wir haben hier vorne zwei Bereiche. Wir haben hier einmal einen direkten Grillbereich. Hier drunter sitzt auch die ganze Holzkohle und gibt voll Power. Wir haben hier einen Gussrost und wir haben hier drunter so einen halben Deflektorstein, so dass wir die Temperatur oder beziehungsweise die Energie noch ein bisschen verteilen, dass wir hier eben mehr mit indirekter Temperatur oder indirekter Hitze arbeiten. Und hier haben wir direkte Hitze über den Kontakt am Grillrost. Und hier sind wir so nah dran, dass wir auch noch Infrarotstrahlung haben. Sind im Prinzip alle drei Arten der Wärmeübertragung in einem Projekt vereint. Ja? Wir haben eben warme Luft, wir haben den Kontakt und wir haben Infrarotstrahlung über die Holzkohle. Und das sind auch die Wärmearten, die fürs Grillen wirklich relevant sind. Ich werde darauf während des Grillprozesses noch mal ein klein wenig eingehen. Ja? Hier direkte Energie, die aus dem Grillrost rauskommt. Wir haben ungefähr einen Abstand von so, ja, ich sag mal, 30 cm unten bis zur Kohle. Das ist wirklich primär die Kontaktwärme an der Oberfläche, die wir hierbei haben. Hier haben wir nur warme Luft. Das ist die indirekte Wärmeübertragung. Wir haben eigentlich nur Luft. Luft ist ein guter Isolator. Das dauert sehr, sehr lange, bis da wirklich viel Wärme übertragen wird. Und hier haben wir einfach das absolute Inferno. Pure Holzkohle, ganz dicht am Grillrost. Es ist natürlich auch hier eine Kombination aus dem Kontakt am Grillrost und der Infrarotstrahlung, die über die Holzkohle kommt. Aber man kann eigentlich schon sagen, dass es primär wirklich die Wärmestrahlung der Holzkohle ist. Wir werden das auch noch unterstützen, indem wir den Grillrost hier vorne einfach rausnehmen und erst kurz vorm Angrillen wieder auflegen. Dann haben wir eben weniger von der Kontaktwärme über den Grillrost, sondern wirklich primär die pure Holzkohle und die Power, die da drin steckt. Die Steaks hatten jetzt ein klein wenig Zeit zu ziehen. Man sieht, das Salz ist leicht angeschmolzen. Das soll uns aber nicht stören. Die Grills sind ziemlich heiß. Das bisschen Feuchtigkeit, was wir drauf haben, das werden wir relativ schnell verdampfen. Und ich fange jetzt einfach mal an. Und wir fangen an mit dem indirekten Steak, was wir langsam auf Temperatur bringen wollen. Und das platzieren wir einfach hier in unserem indirekten Grillbereich. Ja? Wir merken, das brutzelt nicht super dolle. Das ist einfach so, das liegt da jetzt. Das kriegt ein bisschen Temperatur ab. Und wir lassen das jetzt einfach auf Kerntemperatur kommen. Unser Ziel ist, die Steaks bei einer Kerntemperatur von so 53, 54 Grad zu verkosten. Und dementsprechend werden wir das rückwärts gegarte Steak bis so 48, 50 Grad ziehen lassen. Am Ende knuspern wir das Ganze nochmal an. Das muss zuerst drauf, weil das dauert am längsten. Im nächsten Schritt nehmen wir das nächste Steak und werden das einfach mal direkt auf dem Gussrost angrillen. Ich nehme dafür die kleine Fettkante, die wir hier vorne haben und gehe damit mal über den Gussrost. Wir merken auch schon, da steckt ordentlich Power drin, da ist viel Energie drin und schmeißen das Steak einfach mal drauf und geben ihm die erste Kruste. Mir geht es hier nicht darum, das perfekte Branding hinzubekommen. Lieber wende ich das Steak öfter, lege es öfter von A nach B, als dass es am Ende in der Fettflamme liegt und irgendwo komplett verbrennt. Ja? Wir sehen jetzt auch hier, schlagen die Flammen schon hoch, aber durch die durch den hohen Abstand von der Holzkohle bis zum Grillrost geht es eigentlich ganz gut. Aber trotzdem würde ich sagen, wir wenden das regelmäßig von A nach B. Ja, wir suchen uns immer wieder eine Fläche, wo richtig viel Power und Energie im Gussrost drin steckt, um die ersten Röstaromen drauf zu geben. Und wenn das Fett eben runtertropft und anfängt zu brennen, dann müssen wir das Steak auf eine neue Position legen. Dann müssen wir einfach mal ein bisschen schieben und gucken,
gucken, dass es eben nicht in der Fettflamme liegt und das Fett brennend am Steak kondensiert. Das schmeckt nämlich nicht unbedingt lecker. Ja. Deshalb ist diese Methode eigentlich sehr, sehr schön, weil wir haben eben viel Platz und es liegt nicht im Feuer. Beim nächsten Steak, was wir machen, bei dem direkt gegarten, da werden wir nicht drum herum kommen. Was machen wir vor allen Dingen auch auf dem kleinen Grill, dass wir da einfach ein bisschen mehr Fettaroma, brennendes Fett mit dran bekommen. Und das ist aber auch die direkte Variante. Wir wollen ja Unterschiede zeigen bei der ganzen Geschichte. Ne? Wir haben jetzt von der einen Seite schon schöne Röstaromen gekriegt. Da, wo wir Kontakt haben mit der Grillfläche, wird viel Energie übertragen. Da entstehen die Röstaromen relativ schnell. Um mit Infrarotstrahlung zu arbeiten, haben wir einfach zu viel Distanz. Ja? Infrarotstrahlung nimmt im Radius zum Quadrat ab. Das bedeutet im Prinzip so viel, wenn ich den Abstand verdoppel, habe ich nur noch ein Viertel an Leistung und dementsprechend muss man bei Infrarotstrahlung, wenn man wirklich damit grillen will, so nah wie möglich dran. Deshalb klappt das beim Caveman sehr gut und deshalb klappt das auch im Oberhitzegrill sehr, sehr gut, wenn man damit schaffen will. Ja. Wir wenden es trotzdem nochmal auf die andere Seite. Vielleicht kommt ja doch ein bisschen Röstmuster bei raus. Aber eigentlich habe ich lieber eine vollflächige, gleichmäßige Röstaromatik. Auch das indirekte Steak sollte man ab und zu mal wenden. Auch beim Ziehenlassen der Steaks macht es schon Sinn, die Steaks manchmal zu flippen, weil wir haben immer die Temperatur, kommt von einer Seite und sonst haben wir eigentlich einen ungleichmäßigen Garpunkt. Man gibt sich ganz viel Mühe mit der Kruste und mit dem Branding und allem drumherum und am Ende lege ich das Steak in den Gasgrill auf die eine Seite und dann kriegt es nur von unten ein bisschen Feuer und dann zieht es ungleichmäßig, sieht unschön aus. Wir wollen einen gleichmäßigen Garpunkt haben. Ja, schönes, gleichmäßiges Rosa, außen die Röstaromen, dann wird es eine vernünftige Steak. Wir holen es wieder aus der Flamme raus, wenden es nochmal, schaut es euch mal an, das sind Röstaromen, die reichen wir erstmal schon aus. Ne? Schön kräftig, röstig, fast schon ein bisschen zu schwarz. Das Steak hat jetzt eine ordentliche Kruste. Wir haben eine gewisse Grundröstaromatik drauf. Das ist für so ein Grillgitter schon echt super. Wir legen es jetzt einfach nebendran, neben das, was wir langsam ziehen lassen wollen, verkabeln das Steak schon mal mit unserem Thermometer und machen den Deckel eigentlich einfach zu. Wir arbeiten hier mit nur einem einzigen Grill. Ja? Wir müssen jetzt die Luftzufuhr begrenzen. Er ist eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, für das indirekte Ziehen ein bisschen zu heiß, weil wir eben so viel Holzkohle haben, die jetzt da drin brennt. Deshalb müssen wir vielleicht ein bisschen öfter wenden, als wenn wir mit einem Grill arbeiten, der schön auf 120 Grad eingeregelt ist. Aber die meisten Leute haben einen Grill zu Hause und wollen mit einem Grill das Steak machen. Und dementsprechend probieren wir das jetzt hier einfach darzustellen. Das Thermometer geht hoch. Wir ziehen mit einer Temperatur von 200 Grad so ungefähr. Und das ist eben schon zackig. Das geht auch relativ schnell vorwärts. Aber wir haben ja ein Thermometer, um das Ganze zu überprüfen. Wir sind jetzt hier im Kern bei 21,9 Grad und das indirekte Steak wird auf gar keinen Fall schneller fertig sein wie das, was wir jetzt schon angebraten haben, weil wir haben dem einfach schon durch das Anbraten viel mehr Energie zugefügt und dementsprechend ist es richtig, dass wir das Thermometer in dem zuerst angebratenen stecken haben. Wir sollten immer das Steak zuerst messen, welches wahrscheinlich am ehesten fertig ist. Hier haben wir jetzt die direkte Holzkohle. Die Kohle ist auch richtig schön durchgeglüht. Wir nehmen jetzt dazu das Grillrost, was abgekühlt ist. Ja? Legen das hier einfach mal drauf, warten, bis es ein bisschen Temperatur aufgenommen hat. Aber es soll nicht bei 400 Grad oder sowas landen, ja? Sondern wir wollen eigentlich eine schöne Anbrattemperatur von so ungefähr 250 bis 300 Grad am Grillrost direkt haben. Wir machen jetzt den Deckel einfach mal zu. Wir regeln ein kleines bisschen die Luftzufuhr runter. Das spart uns Holzkohle und in dem Moment, wo wir es brauchen, können wir den Deckel wieder aufmachen, lassen den Sauerstoff kurz rein, dann glüht die Kohle durch und dann können wir im Prinzip direkt anfangen. Das Schöne ist auch, dass wenn wir das so machen, unser Grillrost eben nicht die unglaublich überhitzte Temperatur hat, sondern wir eben das Grillrost mit Zoom-Deckel besser einpendeln können, als wenn es Volldampf unter dem auf der Holzkohle drauf liegt sozusagen. Ja. Wir haben hier eine ordentliche Temperatur beim Ziehen lassen. Klar, die
geht nicht direkt an Steak dran, aber wir sollten trotzdem einfach mal zwischendurch wenden. Was man auch schon schön sieht, ist, dass wir hier so ein leichtes Reverse-Grillmuster bekommen, da wo wir Kontakt haben an den Grillstreben. Da gart das Steak eben schon ein bisschen und zwischendurch bleibt es eben eher noch, ich würde sagen, nicht angebraten, aber da passiert noch nichts. Das werden wir nachher beim Anbraten wiedersehen, dieses Muster. Ja? Aber auch hier einfach nur mal kurz gewendet und auch das Steak, was wir ziehen lassen, einmal umgedreht, wieder Kerntemperaturfühler rein und jetzt warten wir noch ein bisschen und lassen es noch mal weiter auf Temperatur kommen. Wir sind bei 37,2 Grad. Wir arbeiten mit viel Temperatur. Wenn wir mit viel Temperatur arbeiten, dann zieht das Steak bestimmt noch mal so um die 5 Grad nach. Wir wollen es verkosten bei 54 Grad, also holen wir das vorher angebratene Steak, wenn wir mit 200, 250 Grad ziehen, ungefähr 5 Grad vor dem Anschnitt aus dem Grill heraus. Bei dem Reverse Steak warten wir, bis wir 10 Grad vor unserer Zieltemperatur sind. Das heißt, Reverse braten wir bei 45 Grad an und das direkt gegrillte Steak, was wir ziehen lassen, das holen wir bei 50 Grad raus, um dann irgendwo 55 Grad perfekt zu treffen. Wir sind bei 45 Grad in unserem direkt angebraten und langsam gezogenen Steak und ich messe einfach mal das andere Steak kurz zwischendurch. Und da sind wir immerhin auch schon bei 30 Grad angekommen und das ist gut. Dann können wir das hier zuerst finishen sozusagen. Wir brauchen aber noch ein paar Minuten. Wir wollten so auf 48, 49, 50 Grad, dann legen wir es hin, dann lassen wir es ziehen und dann schauen wir uns einfach mal an, wo die Temperatur am Ende rauskommt. Ja? Während wir das ruhen lassen, können wir das andere anbraten und dann haben wir vorwärts und rückwärts gegart im direkten Vergleich drauf liegen. Und wenn wir das gemacht haben, dann braten wir den anderen Burschen noch einmal direkt an und schauen uns, wie weit da die Kerntemperatur noch ansteigt. Hier oben haben wir eine Deckeltemperatur von 225 Grad. Manchmal steht da auch 250. Ich mache es jetzt halt relativ häufig auf. Das ist ein Vorteil bei diesen Grills, die sind gut isoliert, die kommen schnell wieder auf Temperatur. Da kann man das ruhig mal machen und dieser Spruch, if you're looking, you're not cooking, ist bei einem Kamado-Grill vielleicht nicht ganz so entscheidend. Ja. Einfach weil wir so viel Energie in dem Deckel speichern können. So, wir sind bei 50 Grad angekommen, 49. Ja. So ein Steak ist nicht gleichmäßig, man kann ruhig auch zwei, dreimal messen, um einfach zu gucken, wo ist der kälteste Punkt. Ich nehme den Kerntemperaturfühler, stecke den einfach mal in das rückwärts gegarte Steak, damit wir da eine Kontrolle haben. Wir nehmen den Burschen hier, legen es einfach hin und lassen es jetzt noch mal ruhen. Das Steak liegt jetzt hier und ruht und letztendlich verteilt sich jetzt die Temperatur im Steak. Wir haben in der Oberfläche, knapp unter der Oberfläche den Hauptanteil an Energie drinstecken. Im Kern ist noch nicht so viel angekommen und während sich die Energie verteilt, gart das Steak und die Fleischfaser zieht sich zusammen. Das wird alles ein bisschen mürbe. Wir kommen sozusagen langsam auf den Garpunkt Medium und klar, im Fleischzelle ist Wasser drin, das Fleisch drückt sich zusammen. Wir haben auch hier eine leicht feuchte Oberfläche. Das ist ganz klassisch für ein Steak, was ich erst scharf angebraten habe und dann auf Temperatur bringe. Die Kruste, die ich im ersten Gang produziert habe, die weicht immer wieder ein klein wenig auf. Ja. Das ist auch einer der großen Unterschiede zwischen dem direkt-indirekt gegrillten Steak im Vergleich zu dem indirekt-direkt gegrillten Steak. Die Kruste ist einfach ein bisschen eine andere, weil hier ist sie vorm Zusammenziehen, vorm Garziehen entstanden. Und bei der anderen Variante entsteht sie eben nach dem Zusammenziehen und ist dadurch ein bisschen röscher und ein bisschen krosser. So, das Steak da vorne durfte ein paar Minuten ruhen. Hier sind wir jetzt bei 43,5 angekommen, das heißt 1,5 Grad bis zu dem Punkt, wo wir mit dem Anbraten anfangen sollen. Ich messe aber kurz noch mal zwischen. Und zwar gucken wir einfach mal hier in dem Steak, wo wir jetzt angekommen sind. Wir haben es bei 48, 50 Grad rausgeholt und wir sind jetzt hier bei angenehmen, es steigt noch, das Thermometer reagiert noch. Wir haben jetzt die 53 Grad, wir haben jetzt die 53 Grad erreicht und da sind wir nicht so kleinlich. Ja, ob ein Grad mehr oder weniger, das sieht man dann auch nicht mehr wirklich. Aber es steigt sogar noch, wir sind bei 53,5. 54 war angepeilt, kleiner Trick. Wenn es 54 erreicht, schnell rausziehen, dann habt ihr die Temperatur genau getroffen. Ja. Wir gucken hier noch mal kurz rein, machen den Deckel auf, schauen uns hier das Steak noch mal an und sind jetzt auch hier bei unseren 43, ja, es steigt auch noch an, 43, 44 Grad. Jetzt nehmen wir das Steak,
hat schon so ein bisschen Farbe bekommen, aber es braucht jetzt noch die richtige Kruste. Und knacken das Steak noch mal auf dem direkten Grillrost einfach an. Die zweite Kruste geht relativ schnell, ja. Es dauert gar nicht mehr ganz so lange, weil wir haben die Oberfläche schon denaturiert. Es durfte schon ein bisschen Feuchtigkeit abgeben. Das Fleisch ist auch schon warm. Das ja, dauert so pro Seite vielleicht 30 Sekunden, würde ich mal sagen. Ja, man kann es auch noch ein bisschen drehen auf dem Grillrost. Wir holen uns jetzt nur noch die Röstaromen. Die Kerntemperatur haben wir eigentlich schon erreicht. Wir müssen aber mit einkalkulieren, dass das Steak jetzt und auch in der gleich nachfolgenden Ruhephase natürlich noch ein paar Grad steigt. Ja. Auch hier kann man immer noch mal zwischenmessen. Wir sind jetzt hier bei 45, 46 Grad. Und wir hatten hier einen Anstieg von ungefähr 10 Grad. Wir haben aber hier auch noch ein paar Minuten und zweimal wenden. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass wir so einigermaßen in die richtige Richtung kommen. Ja. Wir grillen hier mit offenem Deckel. Nicht, dass ihr euch wundert, das geht hier ganz gut, weil wir einfach nur auf der einen Seite unsere Holzkohle haben, weil wir hier ein dickes, fettes Grillrost drin haben. Man könnte den Deckel auch zumachen, dann spart man natürlich ein bisschen Energie. Aber wir wollen die unterschiedlichen Arten der Wärmeübertragung zeigen. Eigentlich grillt man mit so einem Grill mit geschlossenem Deckel. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja. Aber schaut euch das an, das gibt richtig schöne, kräftige Röstaromen. Wir haben nichts Verbranntes dran, das ist eigentlich ist es eine schöne Methode. Beim zweiten Anbraten haben wir jetzt eine Kerntemperatur von 48, 49 Grad, also auch wieder unsere knappen 50. Und wir nehmen das Steak einfach mal raus, wir legen es auf die Seite und wir lassen es jetzt, wir lassen es noch mal ein klein bisschen ziehen. Und dann werden wir beide Steaks aufschneiden und miteinander vergleichen. Wir haben das Thermometer noch drinstecken. Wir sind jetzt bei 53 Grad angekommen, Temperaturen noch steigend. Und dementsprechend hier haben wir vorher auch 54 Grad drin gemessen, 55 Grad. Sollten wir einen einigermaßen gleichmäßigen Garpunkt hinbekommen haben. Ich schneide die beiden Steaks jetzt einfach mal auf und wir schauen uns den Unterschied in Ausprägung des Gargrades an. Wir sehen ein sehr, sehr gleichmäßiges, zartes Rosa. Wir haben im Prinzip keinen übergarten Rand. Das Steak sieht von hier aus schon sehr, sehr saftig aus. Wir werden es einfach gleich mal verkosten. Ich schneide auch das Steak hier einmal kurz an. Ich schneide es einfach mal mittig an, damit wir direkt den Anschnitt sehen. Ja. Und auch hier haben wir einen schönen, saftigen Gargrad. Wobei, man sieht hier einen deutlich ausgeprägteren grauen Rand. Dadurch, dass ich das eigentlich fertig gegarte Steak noch mal scharf angebraten habe und wir hier eine längere Ruhephase habe, haben wir hier eben nicht mehr die Zeit gehabt, dass der Fleischsaft zurück in die ausgetrockneten Bereiche gehen kann. Beide Wege führen zu einem schönen, saftigen Steak. Bei beiden haben wir es geschafft, die Kerntemperatur so mit dem Thermometer gut zu treffen. Thermometer ist wichtig, immer messen. Ja. Vom Aussehen her unterscheiden sie sich eigentlich gar nicht so viel. Ja. Und was ist jetzt das Fazit des Ganzen? Wir haben bei dem erst angebratenen Steak und dann langsam gezogenen Steak weniger grauen Rand, weil einfach der Saft beim Ziehen sich schon wieder verteilen konnte. Hier haben wir ein bisschen stärker ausgeprägten grauen Rand, weil wir am Ende noch mal richtig schön scharf angebraten haben und natürlich dabei viel Energie unter die Kruste gegangen ist. Und das, was aber eigentlich zählt, ist nicht das Aussehen des Garpunktes, sondern das ist der Geschmack. Und ich schneide mir mal hier so ein kleines Stückchen ab. Wie erwartet, super saftig für so ein marmoriertes Steak. Eine ganz, ganz feine Faser. Ist echt ein tolles Stückchen Fleisch. Da kann man nicht sagen, das ist ziemlich perfekt gebraten. Auch hier kann man wirklich kein Wort sagen, weil auch das Steak einfach unglaublich saftig ist, schöne Röstaromen dabei hat, ist ein ehrliches, super Fleisch. Wir haben eine ausgeprägte Faser, es ist ein 3 Jahre alter Ochse gewesen und eben kein turbogemästeter Jungbulle. Aber die Saftigkeit, die Zartheit, die Intensität, es hat einen richtig schönen, vollen Fleischgeschmack. Ganz ehrlich,
Ich glaube nicht, dass die beiden Methoden sich in der Blindverkostung herausschmecken lassen würden. Klar, hier sieht es ein bisschen gleichmäßiger rosa aus, hier haben wir ein bisschen mehr Kruste. Aber am Ende, wenn mir jetzt jemand die Augen verbinden würde und ich von beiden was probieren würde, ich bin ganz sicher, ich kann keinen Unterschied feststellen bei dieser Variante. Wir braten jetzt aber noch eins. Und zwar richtig mit viel Power. Nur bevor das hier kalt wird, kümmern wir uns erstmal um diese beiden Steaks. Wir sehen uns jetzt gleich wieder an dem kleinen Grill mit viel Holzkohle und voll direkter Power. Und wir probieren es einfach mal ohne den Schummeltrick oder beziehungsweise das langsame Ziehen und das krasse Anbraten. Jetzt geht's Volldampf direkt mit Flamme auf die Holzkohle. So, nachdem wir die beiden Steaks ausprobiert haben und uns einfach mal angeschaut haben, jetzt geht's ans Inferno. Wir haben hier ein fettiges Ribeye und wir haben das Problem, dass wir einfach Holzkohle haben und es wird ein bisschen brennen, aber wir drehen es so lange und wir wenden so schnell von rechts nach links, dass wir hoffentlich ganz gut klarkommen mit der Flamme. Wir haben eine Temperatur im Grill von 220 Grad. Wenn ich jetzt das Fleisch aufs Grillrost lege, habe ich ein schönes, angenehmes, leichtes Sizzling und ich habe so zwei Seiten. Ja, jetzt immer von rechts nach links wenden und wir wenden es so lange, bis wir im Kern eine Temperatur haben von 40, 45 Grad. Dann legen wir es hin und dann lassen wir es ziehen. Also Steak liegt drauf, bis jetzt hat noch nichts angefangen zu brennen. Wir schauen einfach mal, es klebt aber auch noch gut am Grillrost fest. Also es löst sich erst langsam, wenn man das Problem hat, dass das Fleisch am Grillrost festbackt. Das passiert manchmal am Anfang. Dann einfach warten, Geduld mitbringen. Ja? Wenn die Kruste sich gebildet hat, wenn die Oberfläche denaturiert ist, dann haben wir nicht mehr so starke Kräfte und dann löst sich das Fleisch eigentlich ganz locker und ganz entspannt vom Grillrost ab. Wenn wir ein zu krasses Fettinferno bekommen, haben wir bei den Grills immer noch mal die Möglichkeit, einfach den Deckel zuzumachen. Dann nehmen wir dem Grill den Sauerstoff, aber Vorsicht, weil wenn wir den Grill dann wieder aufmachen, dann geben wir ihm wieder Sauerstoff und dann kann auch relativ schnell so eine kleine Fettstichflamme irgendwo entstehen. Ich hatte es jetzt so vielleicht für eine Minute auf der einen Seite liegen. Ja. Auch hier sieht man, wir haben einfach Grillmuster leicht geschaffen. Wir gehen hier rüber und braten hier weiter die andere Seite. Immer von rechts nach links, immer wieder in den frischen Bereich rein. Und es dauert vielleicht 3, 4 Minuten pro Seite. Und dann legen wir es rüber und dann lassen wir es ziehen. Klassisch fürs Ribeye, irgendwann ist das Fett so warm geworden, dass es anfängt zu tropfen. Und wenn das Fett runtertropft in die Holzkohle, dann kommt auch mal die ein oder andere Flamme. Und wir haben eigentlich keine andere Möglichkeit, wenn wir nicht wollen, dass das Steak in der Fettflamme gegart wird, als uns jedes Mal, wenn die Flamme kommt, irgendwie eine neue Temperaturzone zu suchen, es wieder auf die Seite zu legen und immer von rechts nach links das Steak sozusagen in der Holzkohle so lange zu wenden, bis wir eben die Temperatur haben, die wir haben wollen. Wie oft darf man ein Steak wenden? Die Thematik, die stellt sich hier eigentlich gar nicht, weil wenn ich sage, das Steak darf nur einmal gewendet werden, dann wird es in seinem eigenen Fett mehr oder weniger verbrennen. Also ich muss oft wenden. Es führt auch zu einem gleichmäßigen Garpunkt und zu einem schnelleren Ergebnis, zu einem saftigeren Ergebnis. Wenn ich ordentlich Energie in die Oberfläche gebe, es dann wende und dann hat einfach die Energie Zeit, sich im Steak ein bisschen zu verteilen. Das macht schon einen großen Unterschied aus. Und deshalb wenden wir und wenden wir und wenden wir unsere Steaks. Wir haben das Steak jetzt so für 5, 6 Minuten auf dem Grill liegen. Ich messe einfach mal zwischen. Im Mittelpunkt sind wir jetzt immer noch erst bei einer Temperatur von so 28, 29 Grad. Das heißt, wir haben noch ein bisschen. Wir wollen auf, wir machen mal 42, 43 Grad. Ein Steak ist nicht homogen. Wir messen ein paar Mal und dann legen wir es hin zum Ruhen. Auch jetzt kommt schon wieder direkt die Fettflamme unten drunter. Aber wir sehen auch einen anderen schönen Effekt. Wir sind sehr, sehr nah an der Holzkohle. Und jetzt kommt der Punkt, wo die Holzkohle richtig schön Strahlkraft entwickelt und wir auf einmal eine vollflächige Kruste bekommen. Am Ende werden die Grillmuster fast weg sein, weil wir einfach durch die starke Strahlungshitze einfach eine komplett maillarisierte Oberfläche haben. Ne? Maillard-Reaktion ist die Reaktion, die die braunen Röstaromen erzeugt. Und das schaffen wir eben mit viel Holzkohle und mit Infrarotstrahlung auch vollflächig und eben nicht nur an den Punkten, wo wir eine Berührung haben mit dem Grillrost.
Gefühlt würde ich sagen, wir sind jetzt 7-8 Minuten dabei. Wir haben es vielleicht 5-6 Mal von A nach B gewendet. Wir sind jetzt bei einer Kerntemperatur und wir messen immer wieder am kältesten Punkt. Da, von, wenn wir suchen, ich suche, wir sind bei 44 Grad. Nee, hier geht es noch runter, 42, 43. Ich drehe noch einmal um. Dann legen wir es rüber und dann warten wir die 3-4 Minuten, bis sich die Temperatur verteilt hat. Stecken dabei vielleicht direkt den Kerntemperaturfühler rein und gucken uns einfach mal an, wie weit die Energie noch das Steak nach vorne bringt und wie viel da noch passiert. Wir sind soweit. Grad habe ich angesagt. Wenn ich jetzt suche, muss ich schon nach der kältesten Stelle suchen. Am Ende nimmt das Steak richtig Fahrt auf. Ja? Die letzten paar Grad kommen sehr schnell. Nicht denken, ich bin bei 45 Grad oder bei 40 Grad, ich gehe noch mal weg. Sobald die 35er Grad Marke überschritten ist, wirklich aufpassen dabei, weil das ballert dann einfach schnell nach oben. Ja? Wir sind jetzt schon bei 50 Grad, nur in der kurzen Ruhephase, wo es jetzt hier liegt vom Grillen nach hier drüben. Ich suche trotzdem noch mal nach einer schönen kalten Stelle hier drin. Oh, hier haben wir noch eine, die hat ein bisschen weniger. Wir lassen es einfach mal so stehen. Ja. Ein Steak ist nicht homogen, niemals. An manchen Stellen ist es dünner und an manchen Stellen haben wir mehr Fett und da wird einfach die Energie anders weitergegeben. Aber wir können uns hier mal anschauen, wie schön das jetzt ansteigt. So, wir haben unsere 54 Grad im Kern erreicht. Es steigt jetzt auch nicht mehr allzu schnell an. Ja, wenn das jetzt noch einen Grad gibt in der nächsten Zeit, dann wäre das schon viel. Man muss halt auch immer bedenken, wo man ist. Ja, wenn man das im Winter liegen lässt draußen, dann haben wir nicht mehr ganz so viel Anstieg der Temperatur. Jetzt haben wir Sommer und haben wir irgendwie 25 Grad draußen. Und das ist eigentlich eine Situation, wo wir locker noch mal 10 Grad Anstieg im Kern bekommen. Ich schneide das einfach mal auf und wir gucken uns das Innere an. Und auch hier dafür, dass wir wirklich mit viel Temperatur dran gegangen sind und lange drauf gehauen haben, haben wir einen leicht übergarten Rand. Der ist schon da, der ist nicht so weg wie bei dem Steak, was wir erst angebraten haben und langsam haben ziehen lassen. Und er ist auch ein bisschen stärker als bei dem reverse gebratenen Steak. Aber letztendlich ist ja das Wichtige, wie es schmeckt und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Wir haben drei Methoden. Wir haben das gleiche Steak auf drei unterschiedliche Arten und Weisen zubereitet. Einmal mit ganz viel Power. Klar haben wir hier ein bisschen übergarteren Rand. Man muss auch aufpassen, man muss die ganze Zeit dabei bleiben. Ein bisschen entspannter ist bestimmt das indirekte Grillen. Ob wir es vorher oder nachher anbraten, der Unterschied ist nicht ganz so groß. Am Ende muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich nicht glaube, dass ich in der Blindverkostung diese drei Steaks auseinanderbringen kann. Was ist also die Quintessenz des Ganzen? Wenn wir mit Holzfeuer, Holzkohle arbeiten, dann ist das Spiel mit der Temperatur, das darauf achten, die Kerntemperatur perfekt zu treffen, das ist das Wichtige. Wir brauchen ein geiles Produkt, wir brauchen eine gute Ausgangsqualität, dann funktioniert es. Und dann ist die Grillmethode, ob vorwärts, ob rückwärts, ob komplett auf der Holzkohle gegart, am Ende vielleicht gar nicht so entscheidend, wie es uns ab und zu mal glauben gemacht werden soll. Für mich persönlich ist das Rückwärtsgaren und dann scharf anbraten einfach vom Handling her einen Vorteil. Das erst anbraten und langsam ziehen lassen gibt einfach Sicherheit, weil man den Punkt relativ gut trifft, weil man keinen so großen, man hat einfach ein bisschen Spielraum, es geht nicht ganz so schnell vorwärts. Aber wenn man mal kurz und knackig ein Steak grillen will, dann funktioniert das ganz direkt und auf der Holzkohle auch wunderbar, wenn man das Ziehen lassen des Steaks einfach mit einkalkuliert. Und wenn ihr jetzt immer noch dabei seid und diese drei verschiedenen Wege verfolgt habt, dann haben wir noch eine kleine Belohnung für euch. Unten in den Beschreibungen steht ein Gutscheincode drin. Wir haben eine Steakschule produziert, 180 Minuten rund ums Thema Fleisch, 30 spannende Lektionen mit allem drumherum. Und dafür gibt es einen kleinen Rabattcode. Und wir hauen noch einen raus. Und zwar werden wir unter allen Kommentaren, die unter diesem Video stehen, ob positiv oder negativ, ist uns vollkommen egal, eine Steakschule online verlosen.
Kursen und ihr habt dann im Prinzip das volle Steakwissen und wir sehen uns garantiert wieder. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Steak.